Gemüsepaprika. Einpflanzen im Hochbeet. Die Gemüsepaprika gehört zu unseren beliebtesten Gemüsesorten schlechthin. Anstatt sie im Supermarkt zu kaufen, lohnt sich der eigene Anbau. Nach dem wochenlangen Aufziehen geht es nach den Eisheiligen im Mai endlich in das Hochbeet. Dort kann sich das Gemüse weiter entfalten, bis die ersten Früchte an den grünen Pflänzchen heranreifen. Dafür hebt man zunächst mit der Pflanzkelle ein Loch aus und nimmt die Gewächse dann aus ihrem Töpfchen. Damit sie einen festen Halt finden können, sollte man die Erde ringsherum noch etwas andrücken. Im Abstand von etwa 15 cm können auch alle anderen Gemüsepaprikapflanzen in das Hochbeet gesetzt werden. So besteht ausreichend Abstand, damit sich die Pflanzen nicht gegenseitig in die Quere kommen. Wichtig ist in den kommenden Wochen das richtige Gießen. Viel hilft viel ist hier nicht angebracht. Stattdessen sollten Pflanzenfans die Gemüsepaprika in mittelgroßen Abständen gießen, dafür aber ordentlich. Auch der Zeitpunkt ist entscheidend. Gerade an den Sommertagen lohnt sich das Gießen am Morgen. An einem sonnigen Ort fühlen sich die Pflänzchen am wohlsten. Dort können sie jede Menge wichtige Energie für den kräftigen Wuchs tanken. Wenn alle Exemplare ihren Platz im Hochbeet gefunden haben, ist es wichtig, einmal ordentlich anzugießen. Das erleichtert das Wurzelschlagen und gibt den ersten Energiekick. Und nun heißt es, geduldig auf die ersten Früchte warten.